Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Machine Learning Tutorial. Heute schauen wir uns das Ensemble Learning an, speziell dort das Bagging und Boosting. Mein Name ist Haris und ja, lass uns starten. Für mehr Inhalt gerne ein Abo dalassen, kommentieren oder ein Like dalassen. Ja, danke dafür. Was ist das Assemble Learning bzw. die Assemble-Methoden? Dafür gibt es ja verschiedene Methoden und hierfür schauen wir uns speziell das Bagging und das Boosting an. Was sind die Vorteile von Assemble Learning? Im Grunde genommen geht es darum, dass man einfach den Fehler oder die Varianz einfach verkleinert. Man versucht das Overfitting irgendwo auch zu verkleinern oder zu eliminieren. Deshalb hat man eine Art Mehrheitswahl, die man einfach einführt, indem man verschiedene Modelle miteinander kombiniert, um einfach diese Vorhersagen einfach zu verbessern. Das Assembly Learning kann man sich so vorstellen, dass man auf der linken Seite die Eingangsdaten hat und man versucht natürlich irgendwie die Vorhersage zu treffen. Wir haben verschiedene Datensätze. Hier in dem Beispiel haben wir drei verschiedene Daten. Wir haben drei verschiedene Modelle, also beispielsweise Modell 1 kann eine lineare Regression sein, 2 können Decision Trees sein und 3 könnte zum Beispiel eine SVM, also Support Vector Machine sein. Wir tun bei allen praktisch parallel eine Art Vorhersage treffen und dann kann man sich das so vorstellen, dass wir haben Katzen- und Hundebilder. Und die drei Modelle sollen einfach unterscheiden, ob das jetzt eine Katze oder ein Hund ist. Die ersten zwei Modelle sagen, das ist ein Hund und die dritte sagt natürlich, das wäre eine Katze. Also sagen wir, okay, Mehrheitswahl, weil zwei gesagt haben, das ist ein Hund, also ist es praktisch ein Hund, der vorhergesagt wird. Das Bootstrap Aggregation oder Bagging. Bagging kann man sich so vorstellen, dass man einen Datensatz in mehrere Tüten packt, also in Bags packt. Das ist praktisch der Ansatz. Deshalb haben wir auf der linken Seite einen Datensatz, den unterteilen wir in Training-Datensätze und Testing-Datensätze. Und dann erstellen wir willkürlich einfach drei verschiedene Datensets. Dann haben wir drei verschiedene Modelle, auch wieder irgendwie zum Beispiel eine lineare Regression, dann haben wir Wahrheitsbäume, wir haben dann nochmal Support-Vektormaschinen. Also diese drei Modelle kombinieren wir wieder, tun auch wieder ein Voting aufsetzen, wo wir einfach den Mittelwert davon bilden und dann haben wir einfach eine Ausgabe. Das kann man sich so vorstellen, dass wir zum Beispiel hier zwei verschiedene Modelle haben, also grün und blau. Und repräsentativ wird dann dadurch natürlich dann irgendwo die rote Linie, also praktisch der Mittelwert davon ermittelt und das ist das Ensemble, also das Zusammensetzen aller. Das Boosting, hierbei schauen wir uns speziell das Adder-Boosting an oder Adaptive-Boosting ist eine andere Methode, aber ist sehr, sehr ähnlich. Da haben wir auch wieder auf der linken Seite einen Datensatz, den wir unterscheiden in Trainingsdatensätze und Testingdatensätze. Wir haben auch wieder willkürlich drei verschiedene Datensätze, die wir unterteilen. Und wir suchen uns auch drei verschiedene Modelle aus. Wir starten mit dem ersten Modell und tun diesen dann testen mit den kompletten Trainingsdatensätzen. Dadurch ergeben sich dann natürlich Gewichte oder Gewichtungen, die man dann weitergibt an das zweite Modell. Man kombiniert diese. Dann stellen wir zum Beispiel fest, wir wollen Katzenbilder unterscheiden, welche Arten von Katzen es sind. Und wir stellen fest, dass nur speziell weiße Katzen problematisch sind bei der Vorhersage. Deshalb kann man diese roten Bilder im zweiten Datenset sich einfach als weiße Katzenbilder vorstellen. Die werden von dem zweiten Modell auch wieder vorhergesagt. Es wird wieder getestet und trainiert. Und dann wird diese Gewichtung vom zweiten Modell wieder mit dem dritten Modell kombiniert. Wir haben auch wieder weiße Katzen, die wir uns in den Daten anschauen und auch wieder mit dem dritten Modell anwenden. Und am Ende des Tages haben wir dann auch wieder eine Mehrheitswahl, wo wir einfach sagen, okay, was für eine Art von Katze handelt es sich hierbei? Und dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Vorhersage. Als Beispiel könnten wir uns hier so eine Art Klassifizierung vorstellen mit vier Classifiern, wo wir bei jeder Iteration natürlich diesen Alpha-Wert runterdrücken und wir bei jeder Iteration mit mehr Klassifizierungen
Classifiern, sage ich mal, ein besseres Ergebnis bekommen. Ja, danke fürs Zuschauen. Für mehr Inhalt gerne ein Abo da lassen oder einen Kommentar. Ja, danke und bis bald.